Moin Moin und damit willkommen zu einem weiteren Video von mir. Heute soll es gehen um den Kampagnen-Editor von Divinity Original Sin 2. Ja, ihr habt das vielleicht schon bei den Teilzeithelden oder bei Orkenspalter gesehen. Ich habe mich jetzt auch nochmal mit diesem Editor herumgefuchst und muss sagen, ich bin eigentlich sehr zufrieden mit diesem Tool. Ich habe die Aufnahme jetzt einfach mal verschnellert, um euch so ein bisschen zu zeigen, was man in einer Stunde hinbekommen kann. Das heißt, ich habe eine komplett neue Karte genommen und habe dann in einer Stunde ein kleines Setup mal aufgebaut. Ob das so sinnig ist, weiß ich nicht genau. Aber ihr könntet euch dann ja ansehen, was so dabei passiert. Ist das jetzt ein sehr sinnvolles Tool und kann das in Zukunft Programme für Pen and Paper dann ersetzen, wenn ich jetzt, ich sag mal, übers Internet spielen will? Brauche ich dann kein Roll20 mehr, kein Map-Tool? Es ist anders, sag ich mal. Schaut euch, wie gesagt, auch bitte die Kritiken dann bei den Teilzeithelden an. Ich werde das unten verlinken. Ich finde, man kann damit viel machen. Man kann sicherlich noch einige Verbesserungen einreichen, aber es genügt für auf alle Fälle sehr stimmungsvolle Kämpfe. Die Kämpfe werden sehr hübsch dargestellt, animiert. Man kann da dann auch die einzelnen Fähigkeiten ersetzen, verändern, die dann einzelne Leute haben. Man kann den Piraten einen Säbel in die Hand drücken. Man kann Ritter mit hoher Rüstung spielen. Man kann Magier, ja, man kann quasi alles darstellen, was man irgendwie braucht. Und das ist jetzt auch systemunabhängig. Es sollte im Genre Fantasy bleiben. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie Shadowrun oder sowas damit machen möchte, dann funktioniert das nicht, auf gar keinen Fall. Aber wenn ich Pathfinder damit spielen möchte oder DSA oder meinetwegen auch Warhammer, das müsste eigentlich gehen. Man kann da verschiedene Karten sich aussuchen, die sind dann vorgefertigt. Da sind auch eine ganze Menge bei. Ich finde sie allerdings alle recht klein, möchte ich sagen. Hier könnt ihr auch schon sehen, dass der Kampf losgeht. Also ich habe mir jetzt in sehr, sehr kurzer Zeit, habe ich mir ein paar Piraten aufs Deck gezogen, habe mir einen Helden reingetan und der Held schlachtet jetzt nach und nach die ganzen Piraten ab auf diesem Schiff. Also das Setup an sich ist ziemlich cool. Zwei Schiffe, die sich dann in einem Enterkampf befinden. Die Helden starten von dem einen Schiff, die anderen müssen dann dieses Schiff nach und nach erobern. Das so als Grundprämisse, weil wir ja in der DSA-Kampagne auch gerade auf dem Wasser sind. Daher habe ich mich dann dafür entschieden. Man kann aber natürlich noch viele weitere Dinge nehmen. Ja, ich finde aber, wie gesagt, die Karten sind sehr klein. Ihr könnt es dann hier auch sehen. Es ist quasi dieses eine Schiff. Man kann auf dem anderen noch ein paar Bogenschützen oder so etwas stationieren. Aber ansonsten wäre es das auch. Ich habe mir dann noch eine Strandkarte mal genommen, habe die Strandkarte so ein bisschen umgebaut. Man kann auch eine alten Tempelruine oder sowas spielen. Habe ich alles ausprobiert und ich muss sagen, macht Spaß, aber man kommt doch sehr schnell an die Grenzen. Man müsste jede einzelne Karte neu laden. Das heißt, auch wenn man dann in eine Bar reingeht, das heißt, wenn man in diesem Strand ist, im Strand gibt es selbstverständlich noch ein paar andere Häuser und ja, da kann man dann diese Häuser nicht eigenständig betreten, sondern dann müsste man wieder zurück auf diese Map gehen, auf diese Ansichtskarte. Genau, das ist jetzt hier diese Strandmap. Und wenn man jetzt das Haus betreten möchte, dann müsste man dieses Haus eigenständig laden, eigenständig vorbereiten. Das ist noch so ein bisschen ein Punkt, der mich aktuell stört, aber das kann sicherlich verbessert werden. Für Kämpfe taugt es was. Für Kämpfe und stimmungsvollen, taktischen Kampf, ja, auf alle Fälle gerne mal ausprobieren. Da bräuchtet ihr natürlich dann auch viele andere Leute, die dieses Tool, diese Software haben, Divinity Original Sin. Und dann kann man die Leute einladen. Man kann natürlich dann, wenn man eine Kampagne gebaut hat, kann man auch fremde Leute einladen und mit denen spielen. Ich weiß nicht, ob das auf Deutsch schon klappt, ob da die Community groß genug ist. Auf Englisch wird man da allerdings sicherlich eine ganze Menge Leute finden. Und ja, dann kann man eben, wie gesagt, auf dieser einen Karte kann man dann herumlaufen, ein paar Mordbuben umbringen, wie ihr es jetzt hier auf der linken Seite seht. Die kann dann eigene Fertigkeiten bekommen, dann kann man noch sowas wie kleine Ziele festlegen nach dem Motto, befreie die Sklaven, befreie die, weiß ich nicht, Kinder, die sitzen da irgendwo und ja, man kann verschiedene Objekte auf die Karte ziehen. Es ist sehr
sehr leicht zu lernen. Also easy to learn, hard to master, wenn es dann an die verschiedenen ja, feinen Stellenrädchen geht, wie zum Beispiel für DSA gibt es dann nur spezielle Zauber, die anderen nicht zustehen oder dass Krieger dann eben auch Magie benutzen können. Also Kriegsfähigkeiten haben, Kriegsmagie. Das kann man denen natürlich alles wieder rausnehmen und das dauert eine ganze Menge, oder es dauert eine ziemlich lange Zeit, bis man dann so weit ist, dass das alles so klappt, wie man es gerne haben möchte für diese eine Runde. Aber es ist auf alle Fälle ein hochinteressantes Tool und ich empfehle einfach mal das Ausprobieren. Gerade wenn man dieses Spiel sowieso schon besitzt, dann kann man ja, dann kann man das mal ausprobieren. Ob man sich das dann nur für diesen Editor kauft und nur für seine Runde, weiß ich nicht genau. Da würde ich eher warten, bis da noch mehr dazugekommen ist, bis die Karten größer geworden sind. Die Kartengröße ist in meinen Augen das größte Problem. Und vielleicht könnte man noch eigene Würfelsysteme oder so etwas einbringen, damit man eine andere Würfelmechanik bekommt. Dass man vielleicht auch andere Helden importieren kann. Das muss jetzt gar kein DSA sein, aber wäre eben ganz nett, wenn man, ja, ich sag mal, für Pathfinder oder für D&D, das sind dann ja englische Systeme, noch etwas einbauen kann. Das wäre sehr, sehr, sehr schön, das würde ich mir wünschen. Aber ja, wir werden sehen, wo die Zukunft hingeht. Das ist jetzt ein sehr schnelles Video. Ich wollte euch einfach nur mal vorstellen, was man zurzeit machen kann in dem, ja, Vorlauf. Wie gesagt, das Ganze hat jetzt eine Stunde gedauert und wurde dann eben sehr verkürzt, weil wer will sich schon eine Stunde lang so ein Video angucken? Wenn ich das doch noch mal machen soll, dann schreibt es mir sonst auch gerne in die Kommentare. Dann können wir gerne noch mal eine riesige Karte zusammen aufbauen. Aber ansonsten hatte ich jetzt für eine Vorstellung das nicht für sinnvoll gehalten, da noch länger drüber zu sprechen. Alles klar, das soll es von meiner Seite aus erstmal gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.